vor, dass meine Kurve so wie du ja. kurz rechts gegen die Wand kommt und dann hast du halt verkackt. Ja, genau in der Kurve lang. Ja. Genau! Ja. Fuck! Beide Reifen! Fuck! Das kann nicht wahr sein! Ist genau das gleiche passiert wie mir! So, auf geht's! Mit dem Rennen. Auf und davon. Wie lange hat es gedauert? Jawohl, herzlich willkommen hier. Und wir starten rein. Fahr einfach. Oh Gott! Was machen die denn? Verwarnung, Kollision mit dem T-Gaming verschuldet. Alles klar. Was? Ja, alles gut. Ich hab dich einmal hinten schön berührt, ja, ganz leicht. Achso. Verwarnung. Achso. Keine Strafe oder so. Halt mal, oh Gott, Verstappen klebt dir richtig hart am Arsch. Ich lass dir mal ein bisschen bisschen Platz, ne? Ja, bitte. Hier wird's jetzt brutal, hier muss ich schnell rauskommen. Och, du Scheiße, ich bin hier in dieser Rechtskurve, ne? Das seh dich. Und jetzt geht's rein in der Haarnadel. Was machen die da? Ach du Scheiße, die sind alle... Immerhin bist du ganz hinten und wir sind ganz vorne, stell dir vor... Ich konnte mich gerade durch die gelbe Flagge durchmuggeln irgendwie. Da waren alle unsichtbar auf einmal. Stell dir mal vor, in der Haarnadel bist du 10. oder sowas. Ich bin jetzt 18. Ich bin echt zufrieden. Nice. Er läuft. Wir sind immer noch erst und zweiter. Der Stappen klebt mir am Arsch. Ich merk's. Oh Gott, ich Orange der Frontflügel. Ja, okay. Ich würde mal sagen, mein linker Reifen ist gebumst. Was? Ist der Platten vorne links. Nein. Ja. Platten? Oh shit. Oh Scheiße. Wie hast du das denn bekommen? Ich hab vorne rechts einen orangen Frontflügel. Ja. Okay. Ne, bei mir ist noch alles gut. Gefahren, ne? Ich hab einen kaputten Frontflügel, ja? Und ich ich muss an die Box fahren in der Runde. Oh Scheiße. Kompletten kaputten oder nur so einen angehackten? Vorne rechts ist orange und vorne links ist so grün-gelb, aber die Kombination daraus ist quasi. Ja, wir kommen jetzt immer in der ersten Runde zum Stoppen rein. Ja, du bist jetzt schon wieder in der Box. Ja. Ja, aber wenn du vorne rechts einen orangen hast und vorne links so ein dunkelgrün, dann ist es quasi wie ein roter auf einer Seite. Hier kannst du eigentlich richtig gut die Position halten, weil hier kommt eigentlich kaum jemand an dir vorbei. Oh Gott, klebe dir am Arsch, ey. Ja. Außer du musst halt in die Box. Könnte jetzt theoretisch, es ist ja auch so, dass du deinen Reifen wechseln musst. Einmal von zum Beispiel ultraweich auf. Ja, du musst zwei verschiedene Reifenmischungen fahren. Aber da könnte ich ja theoretisch durchfahren. Ist zwar utopisch, aber. Wenn es klappt, theoretisch, ja. Wir müssen keine 28 Runden fahren, wir fahren 39, Alter. Ja, okay, war ja 25. Oder 21. Ich hätte jetzt theoretisch eine Bestzeit, ja, aber ich lasse mir meinen Frontflügel reparieren. 39 Runden. Fuck, ich bin nicht in die Box gefahren. Ne, natürlich, du bist nicht in die Box gefahren. Ich war gerade Brain AFK. Heißt das jetzt so, dass der ist aktiviert. 39 Runden fahren? Ja. Wie willst du hier? Ja, 39 Runden. Da kann ich ja noch 39 mal in die Box fahren. Ja, theoretisch. Wenn das so weitergeht. Aber ich glaube, so viele Reifen haben die gar nicht mehr. Ne, du hast nur eine begrenzte Anzahl von Reifen, ist ja echt so. Was passiert eigentlich, wenn deine Reifen alle am Arsch sind? Ja, hast du verkackt. Dann bist du disqualifiziert, glaube ich. Du musst mit Intermediates oder Regenreifen. Wasserreifen. Wassereisreifen. Da ist ein Wasser drin statt Luft. Genau. So, ja, jetzt fahre ich aber an die Box. Das ist ein bisschen zu riskant mit so einem kaputten Frontflügel, wenn ich alle hinter mir habe. Dann musst du ja das ganze Feld aufholen. Vor allem ist das DRS aktiviert, guck mal an, wie nahe sind, die werden jetzt alle DRS haben. Was? Alle. Ja, die werden jetzt alle DRS haben. Wie? Oh! 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 Oh, Scheiße. Oh. Boxenstopp. Was sagst du aber früh, dass du einen Boxenstopp machen willst? Für deinen Teamkollegen. Ja, ich habe vorher schon gesagt, dass ich jetzt an die Box fahre. Das musst du ja wohl gemerkt haben. Ja, nein, ich meine der Box. Damit die sich vorbereiten können. Ich glaube, das ist nur eine Vermutung, aber wenn du im Frühjahr Bescheid sagst, dann sind die schneller. Weiß nicht. Aber ich denke, die haben sowieso schon alles bereit liegen, weil die müssen ja damit rechnen, dass in der letzten Kurve vor der Boxen einfach was passiert und du dann reinfährst. Das ist ja möglich.
Ja. Gut. So, und ich fahr jetzt dann raus, ich bin 19. 20. Ich glaube, ihr habt mich gleich überrundet hier. Ich bin 21. ich bin jetzt in der Haarnadelkurve. Oh! Ich bin gerade abgehoben. Bist du gerade los? Ich bin jetzt sozusagen noch in der dritten Runde. Oh. Und komm jetzt in die letzte Kurve rein. Okay, nice. Oha. Ja gut, 20 Sekunden oder was war's in der Box, ne? Ja. Ich bin gerade zwischen Perez und Palma. Ich bin 20. Oh, Perez! Ah, da bist du. Ich seh dich. Einmal schön das Heck geknutscht. Ja, das hasse ich ja auch, ne? Auf der engen Map weißt du nirgendwo, wo du überholen kannst. Und dann kriegst du eine Verwarnung dafür! Ja, am besten du fährst einfach. Am besten ist einfach, wenn dein Gegner in die Box geht, also dein Konkurrent oder wie auch immer man es bezeichnen will, du dann eine richtig schnelle Runde fährst und dann halt aus dem Fenster rausfährst und vorhin wieder rauskommst. Das machen die Profis hier so. Das Wetter sollte trocken bleiben, finde ich gut. Status-Report. So, ich bin jetzt im Tunnel. Meine beste Rundenzeit war jetzt 1:23.6. Gut, das Wetter sollte trocken bleiben. Perez, Attacke. Oh Gott, ich versuche so Perez zu überholen. Schaffe ich nicht. Wer ist denn von euch gerade am Tunnel? Da schon? Ich jetzt. Und Perez überholt. Ich bin 19. Da bist du das, der hier mir schon auf der Map immer angezeigt wird von hinten. Ich glaube, ich bekomme dann kleine blaue Flagge. Schon in der fünften Runde. Ja, mal sehen. Musstest du nochmal in die Box oder was? Nein. Aber ich meine allein. Der hat den platten Reifen, ja. Ja, okay. Ich musste dich auch noch zu Ende fahren. Und ich bin auch schon als Letzter gestartet. Oh das Gott, heißt, Alter, ich hab viel zu spät gebremst. Die Autos haben so einen beschränkten Lenkradius. Ja, ich glaube mit dem Lenkrad und na gut, du kannst es ja einstellen, ne? Was die für ein Lenkrad das haben. Ja, aber du kannst ja auch nur höchstens bis Anschlag lenken. Anschlag ist ungefähr so, Anschlag wie weit die halt lenken. Anschlag. Bis zum Anschlag lenken. Digga. Lecken, ja. Das ist nicht lustig, ne, aber funny. Was? Strategie? Teamkollegen 23,8 Sekunden, Alter, was tust du? Ich war in der Box, ja? So, also gut, die Reifen sehen gut aus. Nice. Wird bestimmt nichts mit durchfahren, aber. Ja, vielleicht ein bisschen aufholen, wenn die anderen nicht. Ja, vielleicht, aber guck mal. Nächste Runde. 1:20. Aktuelle behalten. Bist du bisher schnellste Runde des Rennens gefahren? Aber jetzt klingen wir mal hart am Arsch. Ich kreuze wirklich, wenn ich hier heil ankomme. Ja, ich keinen Fehler mehr mache. Aber ich glaube, das wird eh nicht passieren. Das ist ganz gut, ich fahr gerade relativ allein, aber ich sehe auf der Map schon die Kolonne vor mir. Und es sind alle. Und da habe ich Angst. Ja. Ich auch. 1:22.5. Aber ein Glück, dass die Bots nicht einfach hier geradeaus durchbrettern hinterm Tunnel, sondern da schön erstmal abbremsen. Ja, ist echt so. Wenn dir da jemand von hinten so reingeschossen kommt, das wäre der Shit. Welcher Platz ist Korn? Ich glaube 19. Ja, 19. Nice. Ja, Perez. Ich war komplett alleine, ne? Ich bin komplett alleine. Spannend. Ja gut, das ist einerseits ganz gut, weil du halt keinen NPC hast, der dich weghauen kann. Ja. Ja, gleich kommen sie aber alle von hinten. Ja, gut. Abstand zum Hintermann 0,6 Sekunden. Boah. Okay. Okay. Das ist nicht viel. Also da. Okay, dann direkt vor mir ist da der große Block mit den ganzen Fahrern, das wird lustig. Ich glaube, ich bekomme dich nicht eingeholt. Du bist noch so weit weg. Easy. Wer, ich? Ja. Welche Rundenzeiten hast du so durchschnittlich? 1:20. Ja, okay, da bin ich ja gar nicht mal so schlecht. Leute, ich hänge in der Wand fest. Nein, ich werde überholt! Ich bin Vierter! Ich bin gerade 1:19 gefahren, wie auch immer. Ob ich die ganze Zeit gegen die Wand komme. Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Was ist? Da macht mal einen Fehler, da hänge ich in der Haarnadelkurve, da bin ich gegen die Wand da gefahren und hing da erstmal fest. Und dann haben mich mit drei Typen überholt. Wenn du auf Monaco einen Fehler machst, dann darfst du froh sein, wenn die nur drei überholen. Das kann man mal dazu sagen. Das stimmt auch wieder. Ich glaube, in echt ist es eigentlich noch viel, viel krasser. Ja, viel krasser. Ich würde kein Formel 1 fahren, das wäre mir zu krass.
Nicht auf der Strecke. Ey, allgemein. Ja, gut. Korn, was? Oh, zu spät eingelenkt. Beziehungsweise zu früh. Was hast du getan? Schwein. Was hast du getan? Sieht gut aus für mich. Nicht letzter zu werden. Oh shit. Alter. Korn? Ja? Was hast du getan? Ich sehe dich hier. Welche Kurve ist es? In der Kurve gegenüber von Start und Ziel. Also in der einen, wo man zuerst ein bisschen links fährt und dann wieder rechts, wo man quasi so quer rüberfahren kann. Ja. Also nicht in der nach dem Tunnel, sondern die zweite danach. Ja, auf jeden Fall, wo man halt links, rechts quer rüberfahren kann. Bin ich ein Stück zu lang geradeaus gefahren, muss halt dann krass nach links rüberziehen, dass ich mir rechts den Reifen anhaue und bin halt dann zu weit links rübergekommen und konnte halt dann nichts mehr machen. Und war, das heißt, jetzt ist es aus, oder? Ja, ich muss jetzt zuschauen. Ja, guck am besten mir zu, das ist super spannend. Oh, ich bin so dumm! Oh Mann. Ey, das Gute ist für mich, ich bin nicht letzter. Und ich bin vor dir in meiner ersten Folge. Ja. Es kommt bestimmt ein Thumbnail besser als Con, Fragezeichen. Das ist jetzt dumm, ich hab eine Zeitstrafe erhalten. So ein unnötiger Fahrfehler. Einmal unkonzentriert, einmal 5 Meter zu weit geradeaus gefahren, ohne zu lenken, ja? Und schon hast du keine Chance mehr. Nee, auf der Map nicht. Aber die haben wir dann weg, deswegen. Ja. Scheiße! Strategie bestätigen. Oh, Kanada ist eine schnelle Strecke. So. Jetzt werden wir dann gleich mal gucken, wie es mit dem Reifen aussieht hier. Ja, okay. 26%. Ich weiß nicht, ob ich meine Folge jetzt hier beenden soll oder ob ich halt einfach noch das Aufnehmen zuschauen. Auf das Zuschauen halt. Ach komm, weiterlaufen ist falsch. Kannst du ja weiterlaufen lassen. Ja, ja. Ah, was habt ihr sonst heute so gemacht? Ich kann gerade gar nicht reden, ey. Ich klebe hier gerade zwischen Vettel und Rosberg. Also ich könnte jetzt meinetwegen noch ein Gedicht lernen. So spannend ist das hier. So, ich schalte mal wieder zur Übertragung. Ich könnte theoretisch mal nebenbei das Thumbnail für die Folge morgen machen. Aber. Ja, stimmt, du musst nicht raustappen dafür, das wäre blöd. Okay. Scheiße! Ja. Nicht raustappen, wie ist das hier? Alter, Vettel, beweg deinen fetten Arsch. Beweg deinen fetten Arsch. Genau. Das war schlecht. Alter, wie du den abgedrängt hast! Ich hab's gesehen, ich hab jetzt aber keinen Frontflügel mehr. Hat der total Schaden? Weiß ich nicht. Der fährt doch noch, oder? Warte, das war ein Ferrari. Das war Vettel. Echt? Ja. Boxenstopp. Sebastian Vettel. Okay, der fährt noch. Du bist wahrscheinlich jetzt auch in die Box. 10 angelangt, krass. Ich wollte ihn da hinten überholen, Alter, da hast du aber eiskalt zugemacht, ne? Da hast du eiskalt zugemacht. Ja, genau in der Kurve. Und wenn du ein Stück zu weit geradeaus fährst, dann musst du krass nach links rüber lenken, damit du halt an rechts deinen Reifen nicht abfährst. Und dann kommst du halt genau über diese Curves da und dann hebst du ab. Ja. Ich heb ab. Und dann. Ja, und dann da hast du halt verschissen, da hab ich dann halt. Da kann ich schön zuschauen, wie mein Wagen ohne Chance den zu retten, geradeaus in die Wand fährt. Das war hart belastend. Jetzt bin ich 18. 18. Nein, jetzt hat mich Palma überholt, 19. Vielleicht werde ich hier noch der Beste von uns allen sein, weil ich jetzt. Ich glaube, ich habe auch noch eine 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Was? Ja, das war's. Tschüssi. Oh. Oh. Was? Du auch? Alles klar. Ich hab grad zu dir geschaltet. Ich hab's grad nur auf der Aufnahme. Ja, ist einmal rechts gegen die Bande gekommen und halt dann noch links rüber und dann war's das, ne?
Ja, aber gut, ich meine, das ist auch einfach. Mann! Schön! Boah, sei froh, dass der Reifen da nicht ab ist, Alter. Sei froh, dass der da noch dran ist, mein Freund. Strategie bestätigen. Wow, jetzt muss ich in die Box schon wieder. Ja, viel Spaß beim Fahren, ne? Boxenstopp. Also ich würde mal für meinen Teil sagen, ihr seht da noch die Rennergebnisse bzw. den WM-Stand und dann ist das Video hiermit beendet. Ja, stimmt, da hast du einfach mein uploaden. Ja, da mein Internet das nicht zulässt und das dann, denke ich mal, ganz gut ist, wenn ich das jetzt hier beende. Also schaltet dann nächste Woche wieder ein. Du hast länger durchgehalten als ich. Ja, immerhin. Schaltet nächste Woche wieder ein und ciao. Wow. Tschüss. Wow. Ja, ja, ciao, ciao, ciao. Ich hab grad auf mein Handy geschaut, schau ich wieder hoch, auf einmal stehst du quer. Schrecke, was hast du? Ich bin mit dem Heck gegen die Wand gekommen und hab mich gedreht. Wow! In einer Runde ist gefühlt mein ganzes Rennen vorbei gewesen. Ich bin immer in 8 Runden durchgehalten. Sekunden in der Box. Leer. Das kann nicht wahr sein. Fuck, ich hab keine Chips mehr hier, scheiße. Ich bin Letzter! Naja, immerhin. Fahrer. Box. Jetzt kann ich nichts essen. Fahrer vor mir. Wir könnten ja theoretisch auch gleich sagen, ja, ist ein bisschen schlecht gelaufen. Abdecken genau. Oder was? Abbrechen oder was? Nee, oder? Nee, so. Ja, wir sind leider alle ausgeschieden. Ja. Vielleicht wird das auch gleich noch passieren, so ich hier. Wir wissen auch gar nicht warum. Ja. Theoretisch könnte doch ein Auto mit 3 Reifen auch noch weiterfahren. aber eigentlich, es war bisher immer so in jedem Rennen, immer wenn wir ausgeschieden sind, war es immer Schuld von NPCs. Auch hier beim Trainieren war es immer. Aber jetzt im richtigen Rennen, 2 Leute ausgeschieden, 2-mal ein Fahrfehler, wo es nichts mit NPCs zu tun hatte. Ja, aber das ist hart. Also belastend. Ich muss sagen, Monaco ist hart. Also. Ja. Auf jeden Fall. Das kommt halt so leicht vor, dass man in der Kurve, so wie du, kurz rechts gegen die Wand kommt und dann hast du halt verkackt. Ja, genau in der Kurve. Ja. Dann. Genau. Ja. Fuck! Beide Reifen. Fuck! Das kann nicht wahr sein! Ist genau das gleiche passiert wie mir. Das kann doch nicht wahr sein! Aber 1-1, das. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Was ist das? Hamilton! Was? Was? Junge, erst rechts den Reifen weg oder links den Reifen weg. Und was ist der Erster geworden? Hamilton ist Erster. Was? Der hat sich da gedreht, ne, in der Luft. War es Hamilton oder war es Rosberg? Rosberg, nee, oder? Es war Hamilton. Hä, Eieieiei. Wow. Als er weggeflogen ist, hab ich auch noch nicht gesehen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Direkt weg. Hey, Lars, aber dir ist wirklich exakt dasselbe passiert wie mir. Genau in der gleichen Kurve. Aber wirklich 1-1 dasselbe, ja? Scheiße. Ich hab mir mal jetzt die letzten 10 Minuten noch abgespeichert. Ja, gut. Scheiße. Eieiei, ich will gerne wissen, wie oft es hier übersteuert hat in der Folge. Ja, so dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wow. Ihr werdet es dann hier eingeblendet sehen, die Tabelle, wie sie jetzt nach 4 Rennen dann steht mit den Punkten. Für uns hat sich keiner verbessert. Wir sind sogar abgestiegen. Wie ich Lars gesagt habe, wir werden nach dem Rennen genauso knapp aneinander stehen, nur weiter unten. Ja. Deswegen, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. War scheiße. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kanada. Ja. Und ich hoffe, da wird's besser. Ich hoffe, da kommt einer von uns ins Ziel. Also, ciao. Ciao.